Hallo Leute und herzlich willkommen zum dritten Advents-Special auf iOcus World, heute mit mir, dem Kuro. Ja, die Weihnachtszeit naht und ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute nochmal ein bisschen mehr von den Katzen, weil die Katzen sind das letzte Mal sehr gut angekommen, halt in Form eines kleinen, ja, Fellnasen-Videos. Ich begleite die Katze hier in dem Fall über mehrere Tage, weil es einfach schwierig ist, alle Katzen an einem Tag an einem Punkt zu versammeln. Weshalb ich sie sozusagen vereinzelt filme. Die Wahrscheinlichkeit, alle Katzen auf ein Video zu kriegen, ist sehr gering. Wir fangen hier gleich mal als erstes an mit den beiden Fellnasen, die hier bei mir auf dem Bett pennen. Nun macht was, Katzen. Nun macht doch was. Nein, sie schlafen einfach nur. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Hallo Elli. Das sieht interessant aus. Hallo Sträuchi. Ja, okay. Oh ja. Ein müder Kater. Und eine müde Katze. Keine Fotos? Das kannst du gut, ne? Niedlichkeit vor der Kamera. Mäuschen. Hallo Mäuschen. Das ist Mizi, auch bekannt als Noahs Patenkatze. Und wie klein sie sein mag, sie ist schon 13. Ist auch schon eine alte Omi, ne? Na, so alt bist du nicht. So alt wie Katzen mittlerweile werden. Bist schon eine Katzenfrau, ne? Ja. Und sie ist verschmust. Sie liebt es zu schmusen. Hallo Püppi, sehen wir dich auch mal. Das ist unser kleiner Püppi. Ja, klein ist er nicht, das ist ein riesen Oschi. Ey. Nicht meine Schuhe fressen. Achso, du putzt dich. Ja. Komm, mach mal auch ein blödes Gesicht. Ja, ich flauschig, schmuserig und lieg gerne auf Autos. Vor laufender Kamera beißt du mich jetzt wieder nicht, ne? Du Nase, du. Na Susi, lässt dich putzen.
Katze, du siehst heute besonders flauschig aus. So Leute, das war's dann auch mit dem Adventspecial von mir. Mit unseren kleinen Fellnasen. Die letzte Katze, das war die Susi, das ist die Schwester vom Strolch. Ich kam nie richtig dazu, ein bisschen was über sie zu erzählen, weil das ganz selten ist, sie wirklich mal ein bisschen auf dem Bild zu sehen. Ihr habt es gesehen, es gibt nur echt kurze Clips mit ihr. Die ist ein bisschen scheu. Zum Schluss des Videos noch einmal ein kleines Video von einer Katze, die nicht direkt hier in dem Haus wohnt, sondern beim Vater von meiner Freundin. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und auch ein besinnliches Weihnachtsfest. Und wir sehen uns dann in aller Frische im neuen Jahr wieder. Bis dahin, euer Kuro.